Und zwar ist es ja so, klassischerweise macht eine Bank die Erstrangfinanzierung und jetzt fehlt eventuell Eigenkapital oder die Objektbewertung ist problematisch, weil nach zum Beispiel Ertragswert bewertet wird. Gibt es ein extra Video, wo wir Ertragswert und Vergleichswert oder Sachwert uns entsprechend anschauen. Und das Thema mit einem Ertragswert ist ja bei Objekten über 3 Einheiten, dass da sehr große Blankoanteile entstehen, besonders wenn ich Objekte kaufe mit einem starken Underrent, die aber vielleicht sonst entsprechend günstig sind oder Aufwertungsmöglichkeiten haben, zum Beispiel Nachverdichtung mit einem Grundstück, wo noch hinten dran abgetrennt werden kann, etc. etc. Gibt es ja trotzdem Gründe, entsprechend da ein Mehrfamilienhaus zu erwerben, das von der Bankbeleihung sehr schwierig ist. Und jetzt gehe ich dann zum Beispiel eben nur zu 70, 80, 90% entsprechend in den ersten Rang, theoretisch auch zu 100. Im Nachrang kann dann entsprechend dann über 100 noch beliehen werden. Das hängt an der Fallkonstellation. Jetzt ist die Frage, wie sieht es die Bank im ersten Rang und wie sehen das und wie funktioniert es technisch im zweiten Rang dann? Das ist erstmal die Frage, ob die Bank im ersten Rang, ob man das alles auf die Nase binden muss. Denn wenn es denn so ist, dass ausreichend Eigenkapital vorhanden ist, dann würde ich vorschlagen, der Vereinfachheit halber, dass dieses Eigenkapital erst einmal eingesetzt wird. Eingesetzt wird heißt nicht zwingend, dass es tatsächlich nachher fließen muss. Sprich, also zum Beispiel ein Aktiendepot, dass ich sage, ich löse es auf, muss nachher nicht tatsächlich aufgelöst werden. Denn ich habe auch immer einen gewissen Zeitraum nach der Erstfinanzierung, bis dann entsprechend bezahlt werden muss. Im Regelfall mindestens 6 Wochen, teilweise deutlich mehr. Und diesen Zeitraum kann ich entsprechend dann nutzen. Wenn ich denn jetzt entsprechend mit dem Nachrangigen entsprechend spreche. Der Nachrangige als Investor gibt es inzwischen auch entsprechende Portale, die solches anbieten für entsprechende nachrangige Darlehen. Klassischerweise ist das eben bei Projektentwicklern der Fall oder wenn Objekte schnell wieder gedreht werden sollen, nur ein paar Jahre in Bestand gehalten werden. Es ist ein gängiges Modell für die Privatperson, wird man sich selber eben einen Investor im Regelfall suchen oder jemand aus Family und Friends. Die Person kann ich ohne BaFin-Zulassung entsprechend ins Grundbuch holen, da hier grundschuldbesicherte Darlehen, hier allerdings nur bis 100% entsprechend BaFin-frei möglich sind. Das funktioniert im Regelfall ganz einfach über eine sogenannte Eigentümerbriefgrundschuld. Der Unterschied von einer Buch- zu einer Briefgrundschuld ist ja der, dass bei der Briefgrundschuld zusätzlich eben noch dieser Grundschuldbrief ausgestellt wird. Und bei der Eigentümerbriefgrundschuld stelle ich diesen auf mich selber entsprechend aus, die Grundschuld. Und derjenige, der den Brief hat, der besitzt die Grundschuld. Und heute ist üblicherweise, dass man eben nur Buchgrundschulden hat. Da steht dann der Bankname im Grundbuch. Das macht man deswegen, weil diese Grundschuldbriefe gerne verloren gehen und dann es über Aufgebotverfahren sehr aufwendig ist, die dann wieder löschen zu lassen, die entsprechenden Grundschulden. Allerdings ist es natürlich jetzt hier in diesem Fall die einfachere Geschichte, über die Briefgrundschuld zu arbeiten, da sie flexibel eben verleihbar ist, entsprechend an Investoren. Ich kann die auch stückeln, mehrere Investoren auf eine Briefgrundschuld nehmen und die zum Beispiel bei einem Notar hinterlegen lassen, verwahren lassen. Ich kann aber auch mehrere gestückelte kleine Grundschulden, 10.000, 20.000 Euro machen und die entsprechend so verteilen an die verschiedenen Investoren. Dann schließe ich einen Darlehensvertrag, reiche die Grundschuld mit aus und bin dann sehr flexibel, dann auch immer wieder andere Investoren dann nach einer Rückzahlung dann wieder aufzunehmen, indem ich wieder entsprechend die Grundschuld verteile. Die können alle auf denselben Rang gehen, die können verschiedene Ränge hinten ran haben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das kann man frei geschalten. Üblicherweise teilen sich die denselben Rang, dass sie da auch nicht entsprechend untereinander benachteiligt wären. Das Ganze ist zulässig bis 100% und wenn ich über 100% gehe, dann muss ich halt das Ganze entweder als klassisches Darlehen machen oder dann eben über Mezzaninekapitalinstrumente dann ausgestalten. Mezzaninekapital würde ich vor allem dann wählen, wenn ich eben nicht privat unterwegs bin, sondern in einer Gesellschaft, denn hier kann ich damit meine Eigenkapitalquote verbessern entsprechend. Für Mezzaninekapital ist ja die Voraussetzung, dass ich mindestens 5 Jahre Laufzeit brauche und dann mindestens 2 Jahre Kündigungsfrist und dass das Ganze eben nachrangig sein muss. Nachrangig Hinterbankdarlehen ist es
ihr sowieso hinter allen anderen Forderungen des Unternehmens entsprechend nachrangig. Dann kann ich hier also 20 verschiedene Mezzanine-Kapitalinstrumente pro Gesellschaft und pro Instrument, zum Beispiel Genussrecht, Darlehen, Nachrangdarlehen etc. vergeben, dass das Ganze BaFin-frei ist oder eben entsprechend separat diese grundschuldbesicherten Darlehen, zum Beispiel per Eigentümerbrief Grundschuld, weil das das flexibelste Element ist. Und das Ganze geht natürlich auch privat, dort brauche ich den Mezzanin-Charakter im Regelfall nicht. Das heißt, ich kann völlig freien Darlehensvertrag schließen, ohne Besicherung. Üblicherweise hat man dann da auch ordentliche Zinsen. Zumindest wenn man das in der engen Familie macht, dann von irgendwo 6, 7, 8% bei unbesicherten Darlehen und bei den nachrangigen grundschuldbesicherten Darlehen. Das ist dann eine Definitionssache, ob man da 2, 3, 4% hat oder wie man das genau dann sehen möchte. Wenn ich natürlich mit völlig fremden Dritten das Ganze mache, dann kann ich natürlich auch sehr niedrige Zinsen hier vereinbaren. Wenn der fremde Dritte bereit ist, für 3% mir so ein Nachrangdarlehen zu gewähren, dann darf er das ja gerne tun. Am Markt üblich, würde ich sagen, sind Renditen von 6%, die klassischerweise an Investoren ausgekehrt werden. Und wenn ich über klassische Fonds gehe, dann habe ich dann irgendwo für den Fonds mit seinen ganzen Strukturierungskosten dann Renditen, die ich bezahlen muss, irgendwo 9% bis 15% klassischerweise, wobei gerade für so kleine private Tickets von 20.000, 30.000 Euro eben die Anbieter am Markt wählen, denn dort geht es im Regelfall ab 100.000 Euro aufwärts los, auch das ist, was wir aktuell vermitteln können, 100.000 Euro aufwärts. Und alles darunter ist eine Sache, die du privat organisieren musst und mit den entsprechenden Mitteln hier organisieren kannst auch entsprechend. Und dann bekommst du auch sehr günstige Finanzierung. Es kann sich also durchaus auch rechnen, so ein Rechenspiel, wenn du für 4% die entsprechende Darlehen leihst für die Kaufnebenkosten plus 20% als Beispiel und nur eine 80% Finanzierung machst anstatt einer 100% Finanzierung, oder du bringst die Nebenkosten selbst und hast 20% bei professionellen Anbietern, die wollen im Regelfall keine Beleihung über 100% sehen. In dem Eigentümerbriefgrundschuldmodell aus BaFin-Sicht ist auch eine Beleihung über 100% nicht vorgesehen, deswegen muss man es dort entsprechend splitten. Dann kannst du hier einen Mischzins trotz 4% Zins hinten durch die Zinseinsparung von beispielsweise einem 0,5% auf die Gesamtfinanzierung erstrangig von 80% statt 100% in Mischzins dann trotzdem die letzten 20% für 4% Zins bezahlen und kommst trotzdem nicht teurer weg. Das ist alles eine Kalkulationssache und kann funktionieren so entsprechend. Und du machst natürlich die Erstrangfinanzierung viel leichter zugänglich, wenn du entsprechende Möglichkeiten hast, im Nachrang weitere Family und Friends reinzuholen, und reduzierst damit das Risiko für den Erstrangfinanzierer.